Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 104, der fünfte Tag im Frühling, im Jahr 2. Mit mir, dem Dave, auf PurpleTube. Ganzen Tag klar und sonnig, Wahrsager. Ein wenig extra Glück. So, jetzt, wieso haben wir, weil ich so spät im Bett bin oder so? Also, das ist ja nervig. Eigentlich bin ich doch, verstehe ich nicht. Eine Krankheit oder sowas, dass ihr das nicht dingst? Sind die Erdbeeren fertig? Wir müssen die sammeln, bis wir diesen Dings haben. Nee. Ha. Es ist schon wieder so viel Energie weg. Wir müssen mal, haben wir vielleicht eine Kleinigkeit, was wir essen können? Bisschen Regel. Weil einen ganzen Tag haben hier und nicht bloß. Naja, okay. Meinen Tieren hatte ich das letzte Mal zugemacht. Wie viel Geld haben wir? 13.000, das ist ja nichts. Eine Hasenpfote. Die braucht der Zauberer für das Community Center. Oder ich habe gehört. Das muss man gleich mal testen. Also wir brauchen sie fürs Community Center, oder hatte ich die Rente für schon mal abgegeben? Nein. Ist es das Letzte, was der Zauberer will? Warte mal. Ist tatsächlich das Letzte. So, haben wir alle Tiere angeduldet? Ja, hat man, ne? Roger und Rabbit. So, dann geht's weiter. Wieso habe ich den jetzt schon wieder? Kühe und Schweine. Na, das schluckt halt, wenn man hier alles einmal machen muss, schluckt das halt schon mehr Zeit. Testen das mal. Ob ich das, mir wurde das den Tag erzählt. Jetzt ist die Frage, ob ich richtig zugehört habe oder nicht. Man bräuchte übrigens 6 Iridium-Sprenkler, um das Dings zu machen. Das, wie heißt das doch gleich? Das Gewächshaus komplett. Okay, Maragoni liefert offensichtlich keine eigenen Samen. Oh, doch, da. Okay, haben sie sogar 2 neue. Das ist gut. Ist auch kein Ahorn, ist auch eine Eiche. Der Ahorn in der Mitte wächst halt echt null. 1, 2, 3, 4. Können ja mal schnell. Was brauchen wir denn? Oh doch, wir haben schon Saatguterzeuger, guck an. Okay. Aber wir wollen das hier will ich bauen. Kupfer und Holz. So, wir haben beides, glaube ich, nicht so richtig viel. Kupferbahn haben wir gar nicht. Eins, zwei, drei, vier. Zum Glück brauchen die ja nicht so lange. Habe auch noch Stoff. So. Wir nehmen uns mal die Eisenbahn mit. Und das Hartholz. Wir müssen auch noch runter zum Händler.
Wo wir schon einmal hier sind. Naja, was soll das, ne? Was kostet der Pferdeschuh? Ich will das Pferd haben. Drauf geschissen. Ich muss ja schnell erreichbar sein. Dann stellen wir es hier hin. Kupferbahnen, Kupferbahnen sind sogar schon fertig. Habe ich noch? Ne, habe ich nicht. Schade. Ich wette, wir wollen gleich was beim Händler kaufen, was mehr als 3000 Gold kostet. Also es gibt hier Jojoja LKW. Ist immer witzig, ich erfahre immer was in der anderen Spielrunde, wo ich spiele. Oh, ein rostiger Löffel. Das klingt nicht so, als ob wir den schon mal abgegeben hätten. Ich hätte immer falsch drücke. Oder? Ne, Gunther kann dir erzählen, worum es geht. Aber eigentlich brauchen wir das ja alles gar nicht mehr. Danke. Ja, sie freut sich zumindest. Es gibt wenigstens ein paar Punkte. Und wir lernen die Leute halt kennen und das kostet ja nichts. Kann das ja immer so machen. Also ich gehe jetzt einfach mal, mache jetzt das, was uns am meisten bringt, wenn das funktioniert. Mal gucken. Es hieß, oder es heißt, mir wurde das so gesagt, es ist die Frage, ob ich richtig zugehört habe, gibt es einen LKW bei... Aber... Komme ich ja gar nicht hin. Ich habe natürlich nicht genau zugehört. Fuck it. Schade. ah, kacke. Naja, dann bringen wir sie ins Community-Center. Ich muss nachlesen. Eine zerbrochene Wunde. Sehr schön. Worum es da ging? Eine Eige. Schön. Dann machen wir lieber den Zauberer fertig. Ja, es hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Kommt bei mir in dieses Holzding rein? Weiß ich gern, was da ist. Kommt man hier rum vielleicht? Nee. Hab ich die Sense noch bei? Nee. Vielleicht hier? Ne. Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht, was an dem Joja-LKW. Kommt hier wirklich ein bisschen lang? Aber man kann ja nichts machen. Wahrscheinlich muss man dafür erst die Notiz finden oder so. Ja, dann bringen wir das jetzt erstmal zu Dingens, Bümmenskirchen hier, Community Center. Wir haben das dann auch fertig. Vielleicht kriegen wir ja nochmal einen Multiplikator oder irgend so einen Kram. Aber ich glaube, den gab es nur einmal. Und dann bringen wir das jetzt ihm einfach. Ah, natürlich. Sorry. Wollte er nicht im Weg rumstehen. Da haben wir gar nicht mehr so viel offen. Bist du Penny?
Für mich? Danke dir. Heidi bist du. Okay. Aber man kann ihnen halt immer mal so eine Freude machen, wenn man die Leute hier so trifft. Irgendwelchen Blümchen. Weil ich ja teilweise doppelt so viele finde. Ich glaube, ihm wird das wieder nicht gefallen. Das ist ziemlich nett von ihr. Natürlich. So wie man mich kennt. Hier ein Sterntotal will. Oh, Lea. Also, wir können ja mal... Hi. Hey, das ist wirklich ein großartiges Geschenk. Danke. Hallo, Lea. Die habe ich schon wahrscheinlich die Woche schon... Ja. Aber Emily noch nicht. Emily habe ich schon. Er klang etwas erfreut. Oh, wir können Robin was schenken. Danke dir. Robin hat ein ziemlich nettes Kopf. Es ist besser, es nicht sich mit ihr zu verschatzen. Die haben wir nicht vor. Deswegen haben wir ihr etwas geschenkt. Ich glaube, der Typ auf dem Dings war schon da, oder hier schon zu. Ja. Mega nervig. Okay, ich dachte, wir wären schon so coole Kumpels, dass du mich da mal reingucken lässt. Du bist auch keine Muschel. Ein Sieg. Na gut, dann angeln wir jetzt noch ein bisschen. Und dann haben wir in der nächsten Mal vielleicht schon das Pferd. Weiß ich nicht. Nein, wahrscheinlich 2 Tage werde ich schon brauchen. Na gut, dann probieren wir das mit den Freundschaften mal ein bisschen aus. Mir wird gerade angezeigt, dass die Batteriezustand meines DualSense Controllers schwach ist. Ich hoffe, er hält noch, weil ich habe kein Kabel hier, um ihn irgendwie zu laden. Das wäre jetzt doof, wenn er ausgehen würde. Tja. Vielleicht so richtig viel passiert ja jetzt hier nicht, ne? Also ein bisschen vorankommen wir ja. Das ist ja okay. Es kann mal wieder regnen, damit wir halt angeln gehen können, weil es gibt ja hier noch Fische, die wir noch fangen müssen. Ich habe mir jetzt übrigens klugerweise sie einfach mal rausgeschrieben aus dem Wiki, um dann zu gucken, was wir da brauchen, damit wir das Gemüsecenter vollkriegen. Daher weiß ich, dass es Fische gibt, die wir nicht vorm Herbst fangen können. Wenn ich das richtig gelesen habe. Und jetzt müssen wir auf den Händler auf dem... Ach, fuck. Apropos Händler. Oh, hier ist der noch nach 22 Uhr da. Schön, wie ich es ausspreche, auf den Tag gucke und... erstarre. Es wird nichts. Ich wette, heute hätte er das gehabt, was wir brauchen.
Ich sage es vorhin noch, wir werden wohl. Ah, fuck it, fick dich, Sam. Geht dich außer dem feuchten Kehricht an. Er ist weg. Das kann ja nicht wahr sein. Was trotzdem ein bisschen Holz hacken. Vielleicht sind ja jetzt unten die Ahorne schon wieder besser. Aber wir haben ja festgestellt, dass das vielleicht gar nicht so viel bringt. Und diese Blumen hier viel mehr bringen, so gefühlt. Die Herbstsaat, Frühlingssaat. Also die Blumen aus der Hyazinthen, das sind das Hyazinthen? Ich weiß es nicht. Ah, der Baum ist noch nicht groß, also werden die hier auch noch nicht groß sein. Nope. Nun dann, noch etwas Angel-Action für. Das ist wahrscheinlich eh bloß wieder ein Karpfen, der mir nichts bringt. Das war. Viridium wird von der Qualität her. Nein, das ist eine Brasse wahrscheinlich mit dem gleichen. Ich weiß nicht, was besser ist. Ein Iridiumfisch oder doch die Schatztruhe, die vielleicht noch was bringt. So. Aha, fuck it. Naja. Vielleicht steigen wir ja irgendwas auf. Wie ich mein Glück kenne, sind jetzt noch die Dings fertig. Ja. Oh, der ist aber spät unterwegs. Sind ja nur noch Creeps unterwegs. Und ich natürlich. Ich wette, wenn ich jetzt ins Gewächshaus reingucke, so ist noch was fertig. Ich wette drauf. Ja, wir müssen uns jetzt leider darauf eingehen, dass es. Ich habe jetzt angefangen, jetzt muss ich ja alles enden. Vielleicht reicht es ja, aber ich glaube eher nicht, dass wir das pünktlich schaffen. Mein Inventar ist voll, natürlich. Und schreien. Nein! Aber ich glaube, das reicht so. Das ist okay. Ich habe ein volles Inventar. Da ich nichts abgegeben habe, kam das Dings nicht, oder was? Okay. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Hier bei PöbelTube, du dann Folge Nummer 105 müsste es sein. Tom, wie ihr jetzt schon seht, sechsten Tag des Frühlings. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.